Wenn Plácido Domingo an der Wiener Staatsoper auftritt, dann herrscht Ausnahmezustand. Und zwar auf der Bühne, im Orchestergraben und natürlich auch im Publikum der Wiener Staatsoper. Guten Abend, herzlich willkommen bei unseren Kulissengesprächen zu La Traviata aus der Wiener Staatsoper. Ich bin hier in einem eher ungewöhnlichen Ambiente, aber das gehört zu den Kulissengesprächen dazu. In der Kantine. Manche sagen, es ist die geheime Schaltzentrale der Wiener Staatsoper. An einem noch viel ungewöhnlicheren Platz ist unser unvergessener Marcel Bravi. Also das wurde mir wirklich nicht an der Wiege gesungen, dass ich einmal auf dem Bett der echten Traviata, der historischen Kameliendame, der glanzvollsten Kurtisane von Alt-Paris sitzen werde. Im Geiste begrüße ich meine Kollegen von damals. Ich bin jetzt in Nonant, das war ihr Geburtsort, und zwar im Schlosse des Herzogs von Narbonne. Das war ihr, wie sage ich es meinem Kind, langjähriger Beschützer. Sie sehen hier, auf seinem Bild hatte die beiden Augen offen, hätte sie manchmal bei seiner Freundin zumachen sollen. Sie können sich nicht vorstellen, wie eifersüchtig der Herzog war. Er hat nicht erlaubt, dass sein Kammerdiener auch nur die Hand der Kameliendame berührt, wenn er hilft, vom Pferde herunterzusteigen. Da ließ er einen Stein hinstellen vor das Tor, damit sie ohne jede Hilfe vom Pferde herabspringen konnte. Verdi soll im Jahr 1852 in Paris das Sprechstück Die Kameliendame von Alexandre Dumas, dem Jüngern, gesehen haben. Der hatte ja schon im Jahr 1847 in einer Novelle gleichen Namens seiner kurzfristigen Beziehung zur Kameliendame eine literarische Form gegeben. Ich begrüße die Kameliendame dieser Produktion, Irina Lungo, und den Alfredo dieser Produktion, Paul Breslik. Es gibt viele Traviatas, die toll im ersten Akt sind und im dritten nicht überzeugen. Oder im dritten Akt toll sind, im ersten nicht überzeugen. Irina Lungo schafft diesen Spagat mühelos. Wie schaffen Sie das, diese Brücke zwischen zwei verschiedenen Situationen, Emotionen? Thanks for this question. Ihre Frage trifft es genau. Dieser Brückenschlag ist das Wichtigste für diesen Charakter, diese Rolle. Ich glaube, ich kann das deshalb ganz gut bewerkstelligen, weil ich selbst einen sehr facettenreichen Charakter habe und sehr unterschiedlich sein kann. Ich liebe es, anders zu sein, und für mich ist das Interessanteste an Violetta. Daher liebe ich diesen Charakter und diese Persönlichkeit auch so sehr. Wie kann ich es am besten ausdrücken? Ich habe viel Erfahrung mit dieser Rolle, weil ich Violetta schon über 150 Mal gesungen habe, in so vielen unterschiedlichen Produktionen. Wir alle erleben verschiedenste Gefühle, und genau diese Gefühle stecken wir in unsere Charaktere. Genau das genieße ich so sehr. Ich liebe es, anders zu sein. Paul Breslik, der zweite Auftritt an der Wiener Staatsoper nach dem Opernball. Wann ist man nervöser, vor einem Alfredo Germont in einer Repertoirevorstellung oder mit einer eher kurzen Nummer, einer langen Rolle, oder mit einer kurzen Nummer vor einem Millionenpublikum? Ja, eigentlich, wenn die kurzen Auftritte sind die schwierigsten, weil da hat man keine Möglichkeit zum Reparat. Kein Warm-up. Ja, genau. Und sind Sie nach dem Opernball wirklich in Frack und Lack schon ins Flugzeug gestiegen, weil die Probe in München so früh war? Nein, ich habe 10 Minuten noch getanzt, dann bin ich ins Hotel und dann umgezogen und dann zum Flughafen. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute. Toi, toi, toi. Danke, Paul Breslik. Danke, Irina Lungo. Wir wünschen uns eine wunderschöne, eine spannende Traviata. Das reale Vorbild der Kameliendame, der Traviata, das war ein Arme-Leute-Kind aus der Normandie. Magd, Wäscherin, Arbeiterin. Mit nur 14 Jahren wird sie an einen alten Junggesellen, man muss schon sagen, verschachert. Mit 15 kommt sie nach Paris und macht dort die ganz große Karriere. Barone, Grafen, Herzöge liegen ihr zu Füßen. Und sie ist auch wirklich befreundet mit vielen bedeutenden Männern, unter anderem Alexandre Dumas und Franz Liszt. Sie gilt als die schönste Frau von Paris, und ich denke, sie muss schon eine ganz besondere Persönlichkeit gewesen sein. Sie war ja eine gebildete Frau. Sie war durchaus nicht primitiv. Sie hat gute Bücher gelesen, ging zu guten Theatervorstellungen. Sie spielte gut Klavier und liebte leidenschaftlich die Walzer von Johann Strauss' Vater. Nun, ich sehe hier diese wunderbare poetische Konstruktion im Museum. Das erinnert mich an eine nette, ein bisschen frivole Geschichte. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, um die Kamelien. Man sagt angeblich, wenn sie ins Theater ging und ihre
Loge besuchte, dann legte sie an 25 Tagen des Monats weiße Kamelien auf die Brüstung. Ein Geheimzeichen an potenzielle Verehrer, eintrittsfrei. Aber an 5 Tagen des Monats nahm sie von der Brust ihre rote Kamelie und legte eine rote Kamelie auf die Brüstung. Das war das Zeichen, bitte ein bisschen warten. Der eiserne Vorhang ist schon gefallen. Da hinter dem eisernen Vorhang, quasi beim Orchestergraben und schon beim Publikum, befindet sich der Souffleurkasten. Und das ist eigentlich ein alter Wunsch von mir, dass ich einmal schaue, wie schaut es in einem Souffleurkasten aus. Also das ist wirklich sehr romantisch. Ich habe nämlich nicht gewusst, dass der Einstieg in den Souffleurkasten wirklich über den Orchestergraben ist. Folgen Sie mir. Das ist... Hallo? Wow, das ist ja wirklich winzig. Ja, guten Abend. Hallo, guten Abend. Boah, also so winzig habe ich mir das nicht vorgestellt. Es ist kein Problem, es lässt sich gut dran leben hier. Ich habe genug Platz. Also. Ich darf dann einmal durchschauen. Natürlich, ja, selbstverständlich. Und was machen Sie da jetzt genau? Also ich sitze hier am Kasten mit dem Klavierauszug von der Oper, die hier gespielt wird. Heute Abend Klavier. Das wäre sinnvoll. Und sorge dafür, dass auf der Bühne die Sänger musikalisch alles so machen, wie sie es machen sollten. Also ich gebe ihnen die Einsätze, ich souffliere die Phrasenanfänge rein, falls sie den Text brauchen, oder einfach um einen akustischen Einsatz zu bekommen, damit sie mit dem Orchester zusammenbleiben. Es gibt in dieser Inszenierung einen Moment, da setzen sich Alfredo und Violetta sogar auf den Souffleurkasten drauf. Wie geht's Ihnen da? Naja, es ist relativ laut natürlich, das ist ein Holzkasten, also es fühlt sich sehr nah an, aber man ist ja geschützt durch den Kasten. Jetzt darf ich einmal zu Ihnen da irgendwie raufkrabbeln. Wahnsinn! Ein aufregender Besuch. Ich denke, dass die Traviata uns vielleicht auch deswegen so berührt, weil sie vielleicht für Giuseppe Verdi sehr viel mit seinem eigenen Leben zu tun gehabt hat. Er hat jedenfalls Themen, die sein Leben belastet haben, auch in diese Oper hineingepackt, vielleicht musikalisch bearbeitet. Man hat so oft gesagt, die Kameliendame war ein Schlüsselstück bezüglich Alexander Dumas und Traviata ist eine Schlüsseloper bezüglich Giuseppe Verdi. Denn der Komponist lebte damals schon mit der italienischen Sängerin Giuseppina Strepone, die ihm 2 uneheliche Kinder verschiedener Männer mitgebracht hatte, was Verdi in seiner Heimatstadt Busseto sehr große Schwierigkeiten bereitete. Was Verdi mit Traviata gelang, war etwas vollkommen Neues. Zum ersten Mal ein bürgerliches, realistisches Gesellschaftsgegenwartsdrama der Musik. Er wurde da schon ein Vorläufer des Verismo der Mascagni-Leoncavallo-Zeit. Und Verdi fand einen wunderbaren Konversationston, aus dem dann die großen Arien, also die Opernschlager, herauswachsen, wie zum Beispiel die Arie des Germont, mit der er seinen Sohn Alfredo aus den Armen der Violetta zurück in das Vaterhaus führen will. Placido Domingo ist Vater Germont. Bei der ersten Vorstellung hat es geheißen, ihr Herz hat gezittert, aber nicht wegen dem Singen, sondern wegen dem Fußball. That's right. Real Madrid richtig, gegen ja. Liverpool. Ja, ich war's Die letzten beiden Jahre in Cardiff und in Mailand konnte ich zu spielen gehen, aber hier nicht. Ich habe mit Dominique Maillet gesprochen und ihn gefragt, können wir die Aufführung nicht verschieben? Aber er hat geantwortet, nein, Placido, ich kann nicht 2000 Menschen anrufen und fragen, macht es Ihnen etwas aus, einen Tag früher oder später zu kommen? Es ist im Programm. Die Oper ist fast 170 Jahre alt. Wieso bewegt, erschüttert uns Verdi immer noch so? Was ist das Magische an seiner Musik? He comes with something else more. So with something that it was the drama was stronger. Seine Musik ist anders, einfach mehr und etwas darin verstärkt die Dramatik der Geschichte. Vielleicht liegt es aber auch an den Libretti. Auch sein Stil beginnt, in eine neue Richtung zu gehen. Am Anfang, in seinen ersten Opern, hören wir viel Donizetti, viel Rossini. Aber dann, Schritt für Schritt, verändert es sich. From the all the time, you know, in his life,
In seinem gesamten Leben hat er stets sich und verschiedene Stile weiterentwickelt. Außerdem hat er immer gute Geschichten gewählt. Ich meine, die Traviata ist eine der ganz großen Opern, eine, die die Menschen abgöttisch lieben. Der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Daniel Froschauer, hat mir gesagt, wenn Sie auf die Bühne kommen, spürt das Orchester sogar im Orchestergraben, wie aus dem Zuschauerraum eine Welle der Liebe auf die Bühne geht. Spüren Sie das auch? I feel also the same. Oh ja, ich fühle dasselbe. Es ist etwas Wunderbares, mit diesem Orchester zu singen. I think that, that we make music together. I think that the is not I think we come, we feed each other. Wenn wir zusammen Musik machen, beruhigen und unterstützen wir uns gegenseitig. You know, so when you have such a splendid orchestra, you know. Wenn man also so ein ausgezeichnetes Orchester hat, kann man sich darauf verlassen, dass sie genau wissen, wie es klingen soll. Und sie spielen jedes Mal besser. Es ist unglaublich. Ich bin seit 51 Jahren hier und jeden Tag sind sie noch umwerfender. They are more amazing. Ist das Geheimrezept für Placido Domingo Liebe, Liebe zur Musik, yeah. Liebe zum Publikum, Liebe zu den Musikern? Ja, yeah, I have it. It's the passion for the music, the passion for what I do. Ja, es ist die Leidenschaft für Musik und die Leidenschaft für das, was ich tue. Ich wurde gefragt, wirst du nicht müde? So viele Reisen und so viel Singen, das ist mein Leben. Es war immer schon mein Leben und ich werde es nicht ändern. Solange ich mich gesund fühle und singen kann, werde ich singen. Liebe und Tod, das hätte der eigentliche Titel der Traviata sein sollen. Bis vor wenigen Jahren konnte man noch das Sterbezimmer der Kameliendame sehen. Also Paris, Boulevard de la Madeleine, Nummer 15. Hier starb die umschwärmteste Kurtisane ihrer Zeit mit 23 Jahren am 3. Februar 1847 an Tuberkulose und an der Hektik ihres Lebens. Sie starb einsam, arm und verlassen. Bis zum letzten Moment wich der Gerichtsvollzieher nichts von ihrer Seite, damit sie ja nicht eventuell noch irgendeinen Gegenstand den Gläubigern entziehen konnte. Es gibt eine Rechnung noch, wo sie wenige Tage vor ihrem Tod ein paar Flaschen Champagner bestellt hat. Sicher konnte sie es nicht mehr bezahlen. Ihrem Begräbnis auf dem Friedhof Montmartre folgten genau drei Leute. Übrigens hat sie noch geheiratet, ein Jahr vor ihrem Tod, 1846, in London, einen Grafen Perigot nach irgendeinem obskuren englischen Ritus, der vielleicht in England, sicherlich nicht in Frankreich gültig war. Die Ehe ging schief und der Ehemann tat seiner Frau noch posthum das Ärgste an, was man ihr antun konnte. Er ließ auf den Grabstein lediglich den ihr so verhassten Mädchennamen schreiben, Alphonsine Plessis. Das Grab der Kameliendame ist noch bis zum heutigen Tag niemals von Blumen leer. Marco Amigliato ist der Dirigent des heutigen Abends, ein großer Liebling des Wiener Publikums und natürlich ein wirklicher Meister für das italienische Fach. Marco Amigliato, diese Oper hat so viele verschiedene extreme Gefühle, extreme Situationen. Wie hält der Dirigent die Spannung? Yes, this is an opera that is full of emotion, full of passion. Ja, es ist eine Oper voller Emotionen, voller Leidenschaft. Eine der traditionellsten Opern in Italien. Und wir sind so glücklich, dieses Meisterwerk hier in Wien spielen zu dürfen. Traviata ist eine Oper mit einer Fülle von Melodien. Es ist ein Schlager nach dem anderen. Und Verdi macht ein paar Anmerkungen in der Partitur, die er sonst nie gemacht hat. Es gibt zum Beispiel ein fünffaches Piano. Piano, 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 Piano. You really want to be sure that we play piano. Er wollte ganz sicher gehen, dass ja auch Piano gespielt wird. Ich denke, dass Verdis Partitur generell das unterstreicht, was gesungen wird. Manchmal sind die Melodien so zart, so liebevoll. Trotzdem muss das Orchester in seiner Fülle da sein, eben Pianissimo spielen. Full reach, but Verdi wollte sicherstellen, dass das Orchester hier auf jeden Fall Piano spielt. Deswegen hat er ganze 5 P's in die Partitur geschrieben. Ist der Maestro of the Maestro. Absolutely. Verdi ist der Herr des Dirigenten. Herzlichen Dank. Absolutely. In Bocca Lupo. Crepi Lupo, all the time. It's lovely.
Ganz besonders magisch ist natürlich der Anfang der Oper, eine ferne, entrückte Musik, ein bisschen gläsern, die natürlich schon das tragische Ende von Violetta Valerie andeutet. Regisseur Jean-François Sivadier hat in dieser Produktion Violetta eine stumme Figur zur Seite gestellt. Eine Art Faktotum in ihrem Haushalt, ein Statist, Christoph Nechwartal, der versucht, ihr zu helfen, sie zu unterstützen, sie vor Fehlern zu bewahren, immer treu an ihrer Seite ist, was auch immer sie erlebt und durch welche Phasen sie auch durchgehen muss. Achten Sie ein bisschen darauf, das ist so eine kleine positive Figur in dieser ganzen sehr traurigen Geschichte. Bei uns heißt es heute Abend hier aus der Wiener Staatsoper also nicht Vorhang auf, sondern Vorhang zu. Denn dieser blaue Vorhang steht sozusagen sinnbildlich für das Meer an Einsamkeit, das Violetta Valerie wörtlich in der Oper die Traviata, die vom Wege Abgekommene, umgibt. Und das vom Anfang der Oper bis zum Ende der Oper. Ich wünsche Ihnen einen spannenden und einen berührenden Opernabend aus der Wiener Staatsoper.
Thank you.
Yeah.
lune, da che la mia violetta, a ci per me lasciò delizie, amori e le pompose feste, o la mia magia mezza vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi tutto scorda per me. Oh,
eterna corre ammaliato da voi. Sorry.
bella, voi siete peggiore, col tempo. Siate di mia famiglia.
non amarlo, diteli. Non crederò. Partite. Seguirò me. Allora. Quale figlio, quale figlio m'abbracciate, fa che così sarà.
all'istante. Che fai? Nulla. Scrivevi? Sì, no. Ma tu valendo a discrivermi. A te? Darti le foglie? Sì, no, però no. Mi perdona, sono io preoccupato. Giunse mio padre. Vedesti? Ma no, se vero scritto mi lasciava. Per ora attendo, averai in venerti. Ed oggi forse più non verrà mio padre. La signora è partita, attenterà un paresse, e sulla via già corre di Parigi, anima pura prima di lei sparita. Il stati calma, e vuol dir ciò, va forse d'ogni avere a affrettar la perdita. Ma Nina lo impedirà. Qualcuno nel giardino, chi è là? Il signor Germont. Sono io. Una dama d'altocchio per voi di qua non lunge mi diede questo scritto.
son io commosso. Raggiungerà forse la min vita. Io tremo. Oh ciel! Coraggio! Alfredo, al giungervi di questa foglia! Dio me esaudi.
rispondi d'un padre all'affetto. Mi servi, divorami il petto. Mi lasciate, lasciarmi la vendetta. Non mi indulgi, partiamo, ma fretta. Thank you.
Seguir
ciò che vorrete. Se chiami amici, poscia, sarò qual bramerete. Andiamo, andiamo. Degno se stesso rende chi pur nell'ira la donna.
onda offende. Dov'è mio figlio? Più non lo vedo. In te, in te, Alfredo, trovarlo ora non so. Dov'è mio figlio? Più non lo vedo. Ne sentorrone, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'alma, io non ragiono, da lei perdono, io non avrò, voleva fuggirla, non ho potuto, dal di rassinto son qui venuto, or che non sdegno, ho disfogato, me sciagurato. Rimorso Oh,
Sentite. Soffre il mio corpo, ma tranquillo l'alma, mi conforta ier sera un Dio ministro a religione.
questa notte. Ebbi tranquilla e sonno. Coraggio adunque, la convalescenza non è lontana. Più tardi. Ma mi scordate. Oh, signore! La chiusi non la corda che poche ore. Teneste la promessa, la disfida ebbe il luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso li ho svelato. Egli a voi tornerà il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenir migliore. Giorgio Germano. E you
tutto cara. Io so che fine reso mi sei. Da questo palpito senza nimbara, senza te esistere più non potrei. Ma se con vita amore più vita, credi che uccidere non vado mai. Scorra l'affanno, dona la rana, ne perdona il cerito. Io ti perdono, il resto io, ma se la morte mi rende. Non amo te, arancio mio, mai più di vivermi potrà da te. Pallidisci e non lo so.
Thank you.
Amen.